Nee, Grüße! Um das herauszufinden, diese Kamera ist nicht unbedingt geeignet für diesen Raum. Man hört wahrscheinlich den Hall auch. Ich habe keine besseren Audiomöglichkeiten. Werkstatt ist nicht unbedingt groß und voller Holz. Echo Raum. Okay. Was? Das größte Problem der meisten Cosplayer? Rüstungen! Die meisten werden jetzt natürlich sagen, oh, haha, wir haben doch eine Lösung, die heißt Wobbler. In den letzten Jahren haben wir jetzt einige Probleme aufgezeigt schon. Und die meisten wissen ja, dass ich eher die günstigere Variante bevorzuge, vor allem wenn man Anfänger ist. Und wie man das am besten ausdrücken, nicht unbedingt das Budget hat. Okay? Nun. Was wäre eine gute Alternative? Meistens sagen, okay, Papiermaché. Dann sagen alle so, ja, aber Papiermaché ist zu weich, es ist zu aufwendig, dauert ewig zum Trocknen und allgemein das Prestige vom Papier ist ja... Obwohl eigentlich mal auf die historischen Sachen von Japan zurückgeht, ist Papier eigentlich sogar zum Hausbau verwendet worden, also... Aber hey, ich habe hätte eine gute Idee. Ist nicht unbedingt die neueste. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, nicht schon wieder der Scheiß. Ja, der Scheiß, weil ich es den Leuten immer wieder neu erzählen muss. Warum? Weil anscheinend mache ich zu wenige von diesen Videos und sie werden nicht gut genug geteilt oder... Ja, auf jeden Fall. Der ultimative Helfer für alle, die Cosplay vor allem im Rüstungsbereich machen wollen. Holzleim. Holzleim. Ja, shameless plug. Am besten geeignet, nicht unbedingt der wasserfeste, sondern der einfachste und billigste Holzleim, den ihr finden könnt. Ich empfehle für größere Projekte auf jeden Fall das 5 Kilo Paket. Warum? Du bekommst mehr fürs Geld. Okay, dieser Eimer kostet ungefähr bei 30 Euro. Keine Ahnung, wie die Preise in Deutschland momentan sind. Und, was ganz günstig ist für alle, Stoffreste. Jeder hat Stoffreste zu Hause, oder? Wenn die meisten, oh, es ist wieder eine alte Idee von wegen, oh, Holzleim und Stoff macht Glasfaser, das ist nicht beschissen und so weiter. Nee, es funktioniert eigentlich recht gut. Ich hatte jetzt immer wieder Zeit, das Ganze mal ein bisschen näher zum, nennen wir es mal so, Experimentierstadium zu bringen. Okay? Jeder hat Stoffreste zu Hause und man kann mit so vielen Arten von Stoffen hier arbeiten. Von fein, dünn, dick, langweilig, Omas Unterwäsche ist scheißegal. Okay, meistens würde ich sagen, aber Papier ist schon nicht stabil. Wie soll Stoff stabil sein? Holzleim hat diese wunderbare Eigenschaft, ziemlich fast schon kunststoffartig auszuhärten. Vor allem der wasserlösliche. Nun, es geht auch mit normalen wasserfesten. Würde ich noch abraten. Das ist ein bisschen ein komplizierteres Fabrikat und vor allem für solche Arbeiten muss man wasserlöslichen Leim verwenden. Also das, was die meisten von Artitec kennen, ist quasi, oh, der Bastkleber. Ja, das ist Holzleim. Hundsordinärer Holzleim. Hört auf, das Bastelkleber zu sein. Es ist Holzleim. Hundsordinär. Nun, was kann ich machen? Zum Beispiel sowas hier. Sieht ein bisschen unförmig aus. Ich gebe es oben zu. Ich nehme es zurück. Sorry. Ich habe einfach ein Stück Stoff in einer Mischung aus Holzleim und einem Schluck Wasser. Mischungsverhältnis ist mir nicht ganz hundertprozentig klar, da ich nicht unbedingt mit allen Arten von Holzleim gearbeitet habe schon. Aber versucht einfach Holzleim zu nehmen und so lange Wasser reinzudrücken, während ihr es rührt, bis es ungefähr sahnig von der Konsistenz ist. Sieht ein bisschen abartig aus, ich gebe es offen zu. Dazu einen großen Eimer. Ich habe hier noch ein paar so übrige Resteimer von früher. Ja, ich habe mehr von den Dingern schon. Und ich habe nur den Großteil davon verbraucht und nicht gefressen. Hier den Schülerwitz einfügen, danke sehr. Okay, ich habe hier einfach nur ein Stück Stoff, eben diesen Bündel hier, in Holzleim und Wasser getränkt, gut gemengt. Oh, dazu muss ich sagen, sitz Simba, sitz. Sorry, bin ich nicht alleine. Gut geeignet, eine 100er Packung Latexhandschuhe. Nicht nur gut, um Fingerabdrücke zu vermeiden, nein, auch für Arbeiten mit Klebstoff. Nur immer, Fokus flippt aus. Auf jeden Fall. Einige werden jetzt sagen, ja okay, was hilft uns das?
das hier ist nur eine Schicht und hier oben sind zwei Schichten. Ich habe einfach hier nur das Ganze mal übergeschlagen. Das ist eine Schicht. Das ist irgendwie dünner ungefähr von Kartonpapier jetzt. Okay? Das ist ganz normaler Baumwollstoff gewesen. Ich glaube, das war mal eine. Ich glaube, das war ein Vorhang oder ein Tischtuch. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal, jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr das gleiche. Und jo, wie man hier schön sieht, es ist nicht nur schön stabil, es hält auch die Form. Irgendwie jetzt sagen, oh, was sieht doch die Falten. Ich habe das hier in genau 12 Minuten nur schnell auf so ein Kunststoffmannequin, das mit mir rumliegt. Ich habe noch mehrere. Ich habe ja schon mehrere Sachen in der Richtung gemacht einmal. Lang ist her. Ja. Und nein, nicht was ihr denkt, okay. Ausschließlich. Vergesst das am besten, ja. Egal. Auf jeden Fall. Okay, das hier ist, also man könnte gut sehen, ich habe mehrere Jahre zu Demonstrationszwecken einfach nur auf dieses Mannequin geklatscht. Ich werde das gleich hier sagen, aber sieh doch, wie unglaublich instabil das ist. Okay, das hier ist eine Schicht. Okay, eine Schicht. Und selbst die trägt sich ein und fräst selber. Plus, im Gegensatz zu Sachen wie zum Beispiel Wobbler, ist das hier flexibel. Man kann es hier nicht ganz gut sehen, ja. Es biegt sich in alle Richtungen. Es ist nicht steinhart, weil ich habe immer wieder auf Comanche gesehen, dass so viele wirklich geniale Rüstungsarbeiten wirklich bis zur Unkenntlichkeit oder Untragbarkeit zumindest. Oh, Power Tape sei Dank. Deswegen habe ich immer mehrere Rollen mit bei sowas. Nicht mehr tragbar sind, weil irgendwo etwas bricht. Das hier bricht nicht. Okay? Das hier ist flexibel. Das hier hält was aus. Und das hier ist nur ein Stück Stoff mit ein bisschen Holzleib. Kostenpunkt wahrscheinlich nicht einmal 50 Cent. Und hier der alte Hemden oder andere Sorten. Und dazu komme ich jetzt auch erst noch. Das ist ja der obergeniale Trick dabei. Du kannst alte Kleidungsstücke in Cosplays verwandeln. Nicht so wie früher, okay, ich nehme mir was. Nein, du machst eine Rüstung. Mit vor allem die Frauenwelt, nicht nur die Männerwelt. Für die Männer ist es auch super, weil du, das erwähne ich auch noch im Verlauf jetzt noch. Nicht nur, dass du, okay, du brauchst nicht nur einfach nur Stoffreste. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Plattenrüstung machen willst, die dir gut passen soll. Alte Dessous oder alte BHs. Irgendwas Dünnes, was nicht zu viel Füllung hat, also nicht, also keine Push-Ups, okay? Sorry, Girls, okay? Nicht Push-Up-mäßig. Du kannst auch, aber dann will ich die Push-Ups rausnehmen und sie maximal als Innenfutter verwenden und sie vorher rausschneiden. Okay? Oder ich versorge euch solche Mannequin-Dinger, wenn ihr die Figur dazu habt und es probieren wollt, zum Testen. Die Dinger kosten, glaube ich, in zwei Pack. Ich glaube, früher habe ich die für 20 Euro was gekauft, irgendwo im Online-Versand mal oder... Ne, die habe ich, glaube ich, so bekommen mal. So hier Mannequins bekommst du überall, okay? Die sind nicht schwer zu finden. Also, oh, wo bekommt man was? Geht in jedes Modegeschäft, okay? Modegeschäft, irgendwo wo Mannequins rumstehen und fragt, ob sie alte, ausrangierte oder kaputte Dinger haben. Die werfen mindestens jedes Jahr zigtausende weg, okay? Die ich habe hier, sind meistens vom Sperrmüll, okay? Ich gebe nicht viel Geld für die Dinge aus. Okay, ich weiß, die großen Versionen vor allem sind ein bisschen teurer, die Glasfaserversionen. Aber die Kunststoffversionen, ich habe hier noch ein paar rumliegen, die kosten fast nichts, okay? Wenn du die Figur dazu hast, oder wenn du irgendwas machen willst, dass die genau diese Form hat, okay, nimm das. Auf jeden Fall, du kannst T-Shirts verwenden, Tanktops, BHs, Dessous, aller Orten. Ist auch deswegen interessant dafür. Wie gesagt, du brauchst maximal zwei Schichten. Und du hast bereits etwas Härteres, was nahe dem ist, was Wobbler darstellt. Plus, wie gesagt, es ist flexibel und bricht nicht. Ja, in einer eine Schicht hat, kann man es zerreißen. Bei zwei schon fast gar nicht mehr. Okay? Und das hier ist wie gesagt ein Stück, das ich in Schweißweiß angesichts in ein paar Minuten zusammengeknüllt, in Leim- und Wassermischung getränkt, gut durchgeknetet, vor allem gut durchgeknetet ist, wie das ganze Stoff muss durchzogen sein mit dem Material. Nur draufpinseln hilft nicht. Rein und gib ihn. Könnt ihr mal Fingerdehne geben. Auf jeden Fall. Und das Ding hält. Wie gesagt, das hier, es hält. Okay? Das ist stabil. Das ist irgendwie so quasi, oh, das ist nur so
quasi schon. Plus, du kannst es immer noch. Brauche ich eine Schere irgendwo? Brauche ich eine Schere? Mist. Alles klar, nur keine Schere. Ah, ich habe den Cutter. Plus, du kannst das dann hinten immer noch wunderbar nicht nur reißen. Du kannst immer noch schön schneiden. Mit Schere, mit Tapetenmesser, egal was. Du kannst es immer noch zerschneiden. Okay? Ich bin immer zu nah an der Kamera. So, auf jeden Fall. Wenn das hier keine Alternative für diejenigen ist, die kaum Geld, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, weil das Ding muss über Nacht trocknen, okay? Ihr müsst es nicht unbedingt extrem nass machen. Es muss aber gut durchtränkt mit Holzwasserwischung sein. Und es ist wichtig, dass der Leim mit Wasser verdünnt ist, weil sonst dann der Stoff das ganze Zeug nicht aufsaugt. Und es muss wirklich durchgezogen sein. So quasi das Stoff und Leim eine Einheit bilden. Was jetzt die Falten hier angeht? Einige sagen, oh, die Falten. Wie gesagt, macht es aus kleineren Teilen. Das hier ist wirklich nur auf, drauf und stehen gelassen über Nacht. Okay? Und wie gesagt, man kann hier auch mit Ornamenten arbeiten. Man kann hier Stoffwülste nehmen zum Beispiel. Man kann in mehreren Schichten arbeiten, um Strukturen aufzuarbeiten. Wenn einige Leute haben immer so, oh, diese ganzen Ornamente bei den Fantasy-Figuren. Kein Problem. Überall, in jedem scheiß Discountladen, wo es Stoffe gibt und Vorhänge, bekommt man irgendwelche Ornamentdinger, Vorhänge, Bordüren oder sonstige was. Schneidet diese Figuren einfach aus. Es gibt auch welche, die zum Beispiel diese altmodischen, aus Schaumstoff, glaube ich, oder sonstigem Material basierenden Tischdecken haben, diese große Ornamente drauf haben. Von Fleur de Lis angefangen bis irgendetwas. Die ist schön ausgeschnitten, draufgeklatscht, ein, zwei Schichten Holzleim. Der Rest ist Farbe. Dann ist nur noch eure künstlerische Ader gefragt. Auch wenn ihr den Begriff Künstler ja überhaupt nicht mag. Aber ihr seid einfach nur gefragt, hey, schafft ihr es, Sachen zu kleben und gut anzumalen? Der Rest ist farblich. Und keiner merkt den Unterschied. Wohl eher, dass die Ornamente wahrscheinlich besser ausschauen, als aus Klettmasse gewirkten Wobblerfäden, die andauernd reißen und die Leute meisten Probleme haben. Ich weiß, eine Menge Leute verfügen über das technische Talent, mit Wobbler geniale Sachen zu machen. Gebe ich zu, hey, es ist ein geiles Material, aber viel zu kosteneffizient und viel zu problematisch für einige, an einigen Stellen. Das hier ist rotzebillig, okay? Es billiger geht es nicht mehr, okay? Schlammkuchen ist nicht, ist einzig, was noch billiger wäre. Okay? Man könnte auch runtergehen und das Ganze noch mit einer anderen Mischung verwenden und den Klebstoff herstellen, wenn man die Möglichkeiten hat. Ob das dann günstig ist, weiß ich nicht. Aber du hast hier auf jeden Fall massenhaft an Materialmöglichkeiten, vor allem im Kostenbereich unschlagbar. Und es wird Vorzüge im Gegensatz zu Wobbler zum Beispiel oder anderen Kunststoffmaterialien, die du nicht schlagen kannst. Es ist nicht temperaturabhängig. Okay? Also schmilzt es nicht im Auto, wenn ihr zur Con fahrt. Das habe ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren andauernd gehört. Es ist definitiv wasserfester vor allem. Weil auch wenn Holzleim zwar auf Wasser reagiert, wenn er wasserlöslich ist, wenn ihr hier mehrere Schichten fahrt und das Ganze mit ein bisschen Klarlack überarbeitet, kannst du mit dem Ding baden gehen sogar. Okay? Das Maximale ist, du kannst vielleicht nicht für Tage lang im Wasser liegen lassen. Also sobald du es trocken gerieben hast und ein bisschen in der Sonne liegen lassen, es ist dem Ding scheißegal. Jetzt kommen wir darauf hin, okay, jeder hat nicht solche Dinger zu Hause oder nicht unbedingt den Schrott rumliegen, den uns einer hier hat. Okay, ich wohne hier am Land, okay. Was wir an Haufen haben, ist Schrott. Oder halt eben regelmäßig sperren. Auf jeden Fall, was machst du jetzt eben, um diese Dinger gut an den Körper anzupassen? Diese Technik ist nicht von mir. Die ist schon etwas länger draußen. Witzigerweise muss ich sie aber hier noch promoten, weil die Leute sie irgendwie wieder vergessen haben. Vor allem für die Leute, was nähen oder Stoffe verarbeiten, ist das definitiv der Bringer Balklos. Nicht nur für solche Sachen. Die Lösung ist ein T-Shirt oder irgendetwas, was gut anliegt. Okay? T-Shirt, Hemd, irgendwas und eine dicke Rolle Powertape oder Isolationsband. Okay? Sorry. Okay, das hier. Was macht man damit? Ganz einfach, man schneidet hinten das Ding auf, man kann es auch gleich lassen.
Und einfach nur, du ziehst dir ein etwas zu eng anliegendes T-Shirt, Hemd oder einen. Am besten ist es, wenn es langärmlich ist, vor allem, weil du brauchst definitiv ein bisschen mehr Länge an den Armen, das Ganze, und du brauchst jemanden, der dir hilft. Okay. Mehr nicht. Du tapest das dir am Körper anliegende Material mit mindestens 2 Schichten Powertape. Du brauchst mindestens wahrscheinlich 2 bis 3 Rollen. Das ist das Einzige, was ein bisschen kosteneffizienter wird. Du bist dann immer noch bei einem alten T-Shirt und vielleicht 15 Euro an Powertape, wenn du das nicht unbedingt als teuerste kaufst. Große Rollen empfohlen. Tapest das Ganze so gut wie möglich ab, dass es wirklich gut anliegt. Dass wirklich die Konturen deines Körpers wunderbar nachgibt, so gut wie möglich. Schneidest du die Rückseite mit einer Schere auf, bitte aufpassen, frag den Erwachsenen, wenn es sein muss, okay? Und schneidest das Rückteil auf, ziehst das Ganze aus, klebst die Rückseite wieder zu und stopfst das mit egal was du gerade liegen hast. Von Stoffresten, du kannst von mir aus auch das Ganze mit Bauschaum ausstaffieren, wenn du einen einigermaßen stabilen davon hast. Blasenfolie, also, sorry, das Zeug hier, das ja anscheinend langsam jetzt aus der Mode kommt wieder mal, das Ding voll zu stopfen und du hast eine wasserfeste, perfekt auf deine Körpermaße abgestimmte Stoffpuppe, die genau deine Körpermaße hat. Was willst du mehr? Das ist eine Technik, die eigentlich schon seit ein paar Jahren gang und gäbe ist, aber witzigerweise irgendwie immer wieder untergeht. Und Leute, und dann, oh, wenn ich für jemanden anderes was mache oder ich jemanden in Auftrag gebe, passen die Sachen nie. Okay, macht das. Ihr habt eine Kleiderpuppe, ihr müsst nicht alles aneinander anziehen. Ist wirklich empfohlen, sollte man auch machen. Eignet sich auch für das Teil hier. Warum? Weil du kannst einen Körperpanzer bauen und Powertape und dieses ganze graue Abklebeband ist Wasser eigentlich scheißegal großteils. Wenn du es einmal vernünftig machst, kannst du wirklich eine Körperrüstung bauen, die erstmal, das hier ist auch definitiv leicht, okay? Das Ding fliegt sogar. Nur nicht sehr weit, aber es ist ziemlich leicht. Wiederum ein Vorteil. Leicht, dünn, flexibel, also nicht bruchgefährdet. Du kannst Sachen einnähen, wenn du Teile davon offen lässt und ein bisschen Übung drin hast, dass du quasi Brustpanzer, der an einigen Stellen auf normalen Stoff übergeht, also kannst du auch bewegliche Schnittstellen machen. Du kannst, wenn du ein bisschen kreativ bist, kannst du Knopflochverbindungen oder Reißverschlüsse in eine Plattenrüstung einarbeiten und die so bauen, dass man das nicht mal sieht. Quasi, du kannst aus deiner Plattenrüstung, die du für einen Cosplay brauchst, genau dasselbe kannst du auch mit Schulterpolstern machen, mit diesen irrsinnig großen Teilen. In Verbindung mit, diesen ganzen Express-Schauplatten, du kannst dir wahnsinnige Stacheldinger Marke Mad Max machen. Du musst dir einfach nur eine vorgefertigte Form machen. Das Geile daran ist, wenn du es einigermaßen gut machst, kannst du diese ganzen Sachen dann in Serie produzieren. Also brauchst du nur eine Schablone machen, die genau diese Maße hat. 2 Schichten Stoff und Leim drauf und entweder mit einer Druckluftpistole oder sehr vorsichtig das Ganze abziehen. Auf solchen Schaumplatten, okay, klebt Holz nicht gut. Auf allen Kunststoffen klebt Holzleim nicht gut. Okay? Sofern es nicht irgendwie zu sehr überwölbt oder halt eben in Kanten verklemmt, kannst du es wirklich wie ein Heftpflaster abziehen. Was will der Mensch mehr? Es ist wirklich faszinierend. Und es ist eine von den einfachsten und vor allem günstigsten Varianten, irgendwas in dieser Richtung herzustellen. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen, glaube ich. Es ist wirklich günstig, einfach. Für all diejenigen, die immer so groß die Problematikschiene fahren. Oh, ich kann mein Haus nicht mit XPS oder mit Schaumstoffplatten arbeiten. Der Schmutz, der Staub. Das hier sind nur Stoffreste. Hier wird kaum Staub abfallen. Du musst lediglich, wenn es hochkommt, eine Matte oder irgendetwas am Boden auflegen, dass du keinen Leim auf den neuen Parkettboden deiner Eltern tropfst. Alles andere ist mehr oder weniger schmutzfrei. Vor allem, wenn du hier Leim anrührst und bereits einen verschließbaren Eimer, so wie den hier hast.
Wie gesagt, ich habe mehr von den Dingern. Ist immer praktisch, wenn man einen von diesen Dingern aufbewahrt. Wieder verschließbar, deswegen kannst du auch ein bisschen mehr anrühren und nicht keine Sorgen machen. Oh, etwas übrig, das nächste Mal. Solange es zu ist, du musst es lediglich immer wieder aufrühren, bevor sich der Kleber vom Wasser etwas trennt. Für nächstes Projekt immer noch gesichert. Dasselbe mit Farben, aber das muss ich glaube ich kaum jemand erzählen. Ja, noch billiger, noch günstiger kannst du Rüstungen nicht machen. Es ist kein Glasfaser, also brauchst du nicht, so wie hier zum Beispiel, oh, Entschuldigung, dir teuren Kunstharz und Harz und Glasfaser besorgen. Wo einige mal sagen, nein, es ist nicht so teuer. Also, es ist teuer genug, vor allem wenn du größere Projekte machst. Wie gesagt, du kannst das Ding ohne weiteres jetzt, so wie es jetzt hier schon ist, besorg die Acrylfarbe und bemal das Ding. Sobald du die Form und die Maße hast, Acrylfarbe. Dann noch ein bisschen Silber, ein bisschen Künstlerarbeit in Bezug auf die Farbe und du hast eine einwandfreie Rüstung, die perfekt passt, die leichter ist als Warbler, die mehr aushält als Warbler, die arschgünstig ist. Und wenn du ein bisschen damit Übung hast, weil wie gesagt, hier kannst du üben. Hier hast du definitiv die Möglichkeit, Materialverschleiß zu betreiben. Sorry, ich bin mir etwas erkältet. Und hier ist es ein bisschen kalt, ich musste die Heizung abschalten. Sonst kann man nicht verstehen, das Ding röhrt wie ein alter Dieselreaktor. Okay. Yeah. Auf jeden Fall. Das hier. Hier kannst du üben ohne Ende. Hier kannst du arbeiten damit ohne Ende. In Verbindung mit einer selbstgemachten Kleiderpuppe, die dir perfekt passt. Und ein bisschen Kreativität auf deiner Seite kannst du mehr oder weniger jetzt alles machen. Es ist stabiler als Papiermaché, es ist leicht, es ist stabil, es ist arschgünstig. Ich sehe keinen Grund, warum Leute das nicht machen sollten. Einzig und allein ist es Prestige, es muss Wobbler sein, weil Wobbler jetzt gerade das Ding bei der Cosplay-Community ist. Yeah, wenn du mal eine alte World of Warcraft-Rüstung machen willst oder irgendetwas Marke Space Marine, dann werden wir mal sehen, wenn du mit Wobbler kommst oder mit Glasfaser. Vor allem, wenn du nicht unbedingt mehrere hunderttausend Euro hast. Auf der Bank. Okay, das kommt mir sicher nicht, dass hier ein paar tausend Euro herumgehen, aber ja. Das Einzige, was du hier brauchst, ist, du brauchst dir Grundgerüste. Meistens, wie gesagt, ich habe das auch hier schon mehr versucht auf diesen Trittschalldämmungen. Man kann es verschieden, man kommt ja in diesen gerollten Versionen oder diesen Teilen. Es hält recht gut auf den Kunststoff einigermaßen. Das Coole daran ist, aber du kannst es trotzdem abziehen. Ich habe hier mal einen Test gemacht. Das hier ist eigentlich nur mein Probetest gewesen in Bezug auf, das Ganze. Ich wollte mal versuchen, das Ganze irgendwie hinzubekommen, günstig Vogelfeder nachzuarbeiten. Man reißt einfach so. Das Lustige hier dran ist, hier löst ihr dann auch gleich die Markierungsstreifen mit. So hast du dann automatisch auch gleich eine Markierung auf diesem Material. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ich weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen schwerer als auf normalen Kunststoff das Ganze hier runterzubekommen, weil wie gesagt, diese Trittschalldämmung ist wahnsinnig porös, okay? Das hier ist eher dafür gedacht, dass wenn du irgendwelche größeren Strukturen, zum Beispiel eben Schulterpolster oder riesengroße Aufbauten machst, kannst du ebenfalls dieses Teil, es löst sich weitem weniger gut oder leicht ab als Papiermasche. Papiermasche fällt dir runter, weil die Oberfläche und das Material als solches nicht unbedingt das Haftendste ist. Aber mit Holzleim, wie gesagt, es ist relativ stabil auf diesem Material. Das haben auch schon einige Leute wieder mal beanstandet, dass dieses Material nicht unbedingt das Beste für Cosplays ist. Für große Rüstungen und vor allem für Aufbauten, wie gesagt, Schulterpolster, auch Schwerter, Beinschienen. Obwohl für Beinschienen finde ich immer noch das gute alte Ofenrohr, schrägstrich Abflussrohr. Okay, das ist hierfür definitiv etwas stärker behaftet ist, wenn du auf die Oberschenkel. Yeah. Oder kompensieren willst. Jedem das seine. Auf diesem Material klebt es nicht gut. Nicht, weil es beschichtet ist, sondern es ist Kunststoff. Und auf Kunststoff, wie gesagt, hält
Holzler nicht so gut. Aber hey, ich glaube, mehr Promoting für Holzleim und Stoff kann ich. Yeah. Holt euch Stoff, Leute, beim Dealer eures Vertrauens. Es sollte eine ertragbare Version von Stoff sein, okay? Nicht, dass ich eine Drogenwelle auslöse. Auf jeden Fall. Hey, sorgt das weiter. Ihr müsstet unbedingt dieses Video weiter teilen. Ich rede hier eh schon wieder viel zu lange. Erzählt es weiter. Macht eure eigenen Erfahrungen mit. Macht eure eigenen Videos dazu. Wenn ihr wirklich mal Projekte macht in dieser Richtung. Hey, ich würde sie gerne sehen, was Leute aus diesen Sachen machen. Warum? Ich schaue gerne solche Sachen an. Und das hier ist... billiger geht's nicht, dass du... Vor allem, du hast nicht nur billiger, sondern auch besser. Und die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, die dir vorher nicht möglich waren, aus Kosten- und Zeitgründen wahrscheinlich auch. Du musst jetzt nicht unbedingt warten, bis jemand... Oh, ich mache eine Wobbler-Bestellung, will jemand mitmachen und dann... Monate, Wochen warten, bis mal die Lieferung kommt, schweige denn von den Kosten überhaupt. In jedem Bastel und in jedem Baumarkt, ich bevorzuge Baumarkt, okay? Vor allem in größeren Mengen. Ist ja auch logisch. Ich habe hier, glaube ich, genug Möglichkeiten gezeigt, um das Ganze den Leuten schmackhaft zu machen. Ich werde dann sicher in den nächsten paar Wochen und Monaten noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze dann eben zu verschönern, noch zum Beispiel zeigen. Holzleim zum Beispiel eignet sich auch ganz gut als Spachtelmasse. In Verbindung mit zum Beispiel feinem Sand. Ohne Scheiß. Holzleim, feiner Sand. Ich habe jetzt leider nichts hier zum Vorführen. So lange mischen, bis man eine Paste hat. Einwandfreier Spachtelmaterial. Genauso wie Holzspanabfall oder Material wie zum Beispiel eben XPS-Platten oder sonstige Sachen. Diesen Staub immer schön durchsieben, mit Holzleim vermischen, ergibt eine geile Spachtel, die man auch schleifen kann. Hier noch der Tipp nebenbei. Mann, oh, das war jetzt etwas staubig. Ich müsste definitiv mal ein bisschen Staub saugen oder sauber machen. Das Loch da hinten macht mir Sorgen. Das ist definitiv schon eingeleben. Oh je. Auf jeden Fall. Mehr kann ich euch nicht sagen, mehr kann ich euch nicht empfehlen. In diesem Sinne, bastelt weiter, bastelt gut, bastelt um die Ecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.